Da kam was angelaufen. Da kam was angelaufen. Was soll ich tun? Da kam was angelaufen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's 3. Thomas in düsterer Stimme, ja. Also, wir werden jetzt Five Nights at Freddy's 3 Let's Playen. Das Spiel kam ja vorgestern raus. Let's Play ist am Dienstagabend. Ich glaube zumindest, dass es vorgestern rauskam. Und ja, auf Steam ist es ja auch anscheinend sehr erfolgreich, schon auf Platz 2. Und wie auch schon im 100 Abonnenten Special angekündigt, haben wir ja gesagt, dass wir Five Nights at Freddy's 3 Let's Playen werden. Und es ist soweit. Das kann mal heiter werden, das kann mal heiter werden. Und wie man auch sieht, hat man gerade schon ein neues Maskottchen gesehen. Was es wohl auf sich hat. Die Musik ist schon echt düster. Oh Gott, ich freue mich überhaupt nicht. Und das Telefon klingelt wieder, yay. Uhu, Schwarzbild, ich sehe nichts. Oh Gott. Was ist das denn für Müll? Fuck. Oh Gott. Hä, wie geht das jetzt? Ich versuche dem Anruf ein bisschen zu folgen. Okay, die FPS-Zahl ist etwas niedrig. Kann sein, dass es etwas laggen wird, aber... Geh weg, geh weg. Ist schon 1 Uhr. Warte, Alter. Ich will, dass das Ding weggeht. Hallo. Okay. Audio-Devices, Kamerasystem, Ventilation, Reboot, All Exit. Okay, das wollen wir jetzt nicht. Ich will aber, dass es weggeht. Weil ich weiß, dass gleich irgendwas... Oh, Junge, geh doch weg. Dass irgendwas da gleich... Angesprungen kommt. Ja, Menü. Hallo. Huhu. Hallo. Ich komme überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Alter, ich weiß ganz genau, dass da gleich was angesprungen kommt, aber... Alter, was ist das denn für Müll? Nee, Ventilation will ich nicht haben. Kamerasystem auch nicht und... Mir gefällt das Spiel schon überhaupt nicht. Wie Reboot All? Ja, ich möchte vielleicht System Restart und das... Ich würde es einfach nur runterbekommen. Das wäre sehr nett vom Spiel, wenn die mir einen Gefallen tun würden. Eigentlich sollte ich ja vielleicht dem Anruf irgendwie folgen, aber... Och Junge, nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Es ist schon 3 Uhr morgens und gleich wird irgendwas angesprungen kommen. Ich glaube, ich sollte mich schon mal bereit machen. Aber ich krieg das Ding ja anscheinend nicht runter. Wieso, weiß ich nicht. Weil das Ding irgendwie behindert im Kopf ist. Was heißt Reboot? Reboot, Exit. Oh, ich bin so intelligent, wie ich aussehe. Ja, und wie schütze ich mich? Hello? Nee, nicht hello. Nee, wie schütze ich mich? Das will ich jetzt mal wissen. Und wie kriege ich das Ding nochmal weg? Wie kriege ich das Ding nochmal weg? Hallo? Hey! Hör nicht auf zu reden! Ich habe Angst! Hallo? Huhu! Okay. Wie kriege ich das Ding jetzt weg? Hier sind noch einige Masken drin aus dem letzten Teil. Der fucking Hase ist nicht dabei. Okay. Ach, vielleicht muss ich die verscheuchen. Wäre vielleicht nützlich. Alter, man sieht überhaupt nichts. Oh Gott. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Wie viele Camps gibt es denn diesmal? Gibt es hier 2 Etagen oder wie? Und was soll ich eigentlich tun, wenn jemand vor mir steht? Keine Ahnung. Wir werden einfach mal ausprobieren, wie die Steuerung so geht.
Anscheinend 6 Uhr, okay. Wir haben die erste Nacht geschafft. What the hell? Beim ersten Versuch. Marvin hatte ja Probleme, aber... Ich weiß, ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich mehr Glück als Verstand hatte. Jetzt kommt hier wieder so ein Minispiel. Was sind das denn für Viecher, die hier runterfallen? Ich frage mich, wie hier wohl ein Jumpscare aussieht. Also, bis jetzt haben wir noch keinen Jumpscare erlebt. Also, ha. Der Thomas wird sie nicht erschrecken. Was soll ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Okay. Hier ist wieder der Hase, da die Ente. Und jetzt geht Freddy irgendwie von alleine. Nee, doch nicht. Und irgendwas kommt hier andauernd runter. Also die Geschichte spielt, glaube ich, 30 Jahre danach. Stand zumindest in der Beschreibung von Five Nights at Freddy's 3. Auf Steam kostet das übrigens 7,99. Und ja, vielleicht werden wir das Spiel eventuell auch demnächst mal streamen, wenn ihr Bock darauf hättet. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall weitermachen, da dann 3 Projekte auf unserem Kanal sind, beziehungsweise 4. Mario Kart kommen ja alle 2 Wochen an Sonntag. Der Mario Kart ist so ein Spiel, da braucht man halt News. Ich sollte vielleicht mal in einen anderen Raum gehen, wäre ganz sinnvoll. Follow me. Ach, da ist irgendwas dran langgelaufen, ne? Ich soll vielleicht mal einen Bildschirm... Ah, jetzt sehe ich viel mehr. Follow me. Was sind hier immer? Ist das der Geist aus dem zweiten Teil? Ich weiß nicht, ob das jetzt der Geist aus dem zweiten Teil ist, beziehungsweise... Hä? Error. What the? Hat das irgendwie umgebracht? Alter, das war nicht schon gruselig. Und wenn das schon gruselig... Oh Gott. Das kann nur heiter werden. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich glaube, mit dem Ton soll ich die irgendwie dahin locken. Und jetzt locke ich die zu mir. Ich voll spasten. Voll spast. Oh, jemine. Ich höre was. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt überhaupt machen soll. Ich glaube, die soll man irgendwie dahin locken oder so. Aber ich meine, irgendwann merken die ja, wo ich bin, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden mit Glück das Spiel irgendwie meistern. To seal event, double click and cam. Ah, okay. Oh oh. Was war das? Oh. Ich sehe es kommen, dass das nicht gut endet. Und ich habe schon ein bisschen Angst. Ich kann solche Spiele überhaupt nicht ab. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Tim zum allerersten Mal Five Nights at Freddy's 2 gespielt habe, ey. Wir wussten nicht, dass man die Spieluhr aufdrehen muss und dann kam auf einmal diese Maske angesprungen. Das war schrecklich. Das war richtig schrecklich. Hallo. Das ist der Ballonjunge. Schätzungsweise. Da ist irgendwie Freddy, so eine Maske, und hier ist so ein Gang. Ist auch noch so ein Gang. Vielleicht sollen wir immer wieder Top Miggle machen. Und hier Play Audio. Video Error, okay, da ist irgendwas. Gibt's ja auch wieder Batterien? Oder bin ich nur gefickt? Ich glaube, ich bin gefickt.
Ich bin sowas von gefickt. Glaube ich, Audio-Error? Oh oh. Ich glaube, ich kann mich langsam auf einen Jumpscare bereit machen. To see the wind to double. Okay. Oder darf man nicht die ganze Zeit irgendwie auf der Cam sein? Das kann natürlich auch sein, also. Aber ich sehe nirgendwo so einen Batterie-Button, ne? Boah, ey. Wenn ihr mich sehen könntet, ey, ich schwitze schon langsam. Ich merke das. Play Audio, oh, geht nicht mehr. Was soll ich jetzt eigentlich machen, wenn hier nichts funktioniert? Ich glaube, alle Könner werden mich auslachen. Aber ich habe die erste Nacht First Try geschafft, ohne dass ich was weiß, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und ja, darauf bin ich schon stolz. Und wenn ich die Nacht 2 geschafft habe, dann werde ich das Spiel auch beenden, bevor ich hier in einem Herzinfarkt sterbe. Auch wenn noch gar kein Jumpscare kam. Da kam was angelaufen. Was soll ich tun? Da kam was angelaufen. Fuck. Jesus, beschütze mich. Nein! Fuck! Was soll ich tun? Jesus, Hilfe! Fuck. Da war was. Da hat wer reingeguckt. Und die Dinger können sich jetzt sogar bewegen. Gott. Nein! Hilfe! Ah! Jesus! Oh mein Gott! Alter! Junge, wie wehrt man das Ding ab? Okay. Wow. Okay, ich würde da mal sagen, das war's dann für die allererste Five Nights at Freddy's Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben für den Support da. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's Video von mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr sagt, euch gefällt diese Serie, dann schreibt es mir ruhig unten in die Kommentare, damit auch viel mehr Folgen kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.